Ich bin an der Fachhochschule Aachen tätig. Die FH Aachen, der Fachbereich Bauingenieurwesen und insbesondere auch die vertiefe Richtung Wasserwirtschaft ist recht gut mit der Region dort vernetzt. Das heißt, natürlich gehen viele Absolventen an die entsprechenden Stellen, in die Ingenieurbüros, in Verwaltung, in die Kommunen und wir arbeiten eben auch kräftig daran, dass der Kontakt auch in der umgekehrten Richtung funktioniert. Da kriegen wir auch sehr gute Unterstützung. Und in dem Umfeld ist dieses Projekt KUKAN entstanden, das ein Kanalkataster mit einer speziellen Ausrichtung hat, nämlich die Ausrichtung für Ingenieurbüros. Die Projektpartner habe ich hier aufgeführt. Das sind zwei Ingenieurbüros aus der Region. Als ich das Projekt vor etwa einem Jahr angegangen habe, hatte ich ursprünglich 5 Büros angesprochen, nicht zuletzt, weil ich eben weiß, dass die in diesem Bereich aktiv tätig sind und auch für dieses Thema aufgeschlossen. Von den 5 haben tatsächlich 3 zugesagt. Hier stehen nur 2. Das liegt daran, dass ein Büro sich in der Zwischenzeit aufgelöst hat. Schade eigentlich. Aber ich hatte so kalkuliert, dass nicht alle dann sofort reagiert haben. Ich möchte noch hinzufügen, dass das Projekt gefördert wird aus Fördermitteln des Landes Nordrhein-Westfalen. Es gibt dort ein Projekt, also einen Fördertopf Mittelstand innovativ, der 80% der Kosten, die für die Ingenieurbüros entstehen, übernimmt, wofür ich mich nicht zuletzt auch recht herzlich bedanken möchte. Ja, was ist KUKAN? KUKAN ist eigentlich 3 Teile, nämlich zum einen eine Datenstruktur, eine simple Datenstruktur, ich mache das nachher noch ein bisschen deutlicher. Zum zweiten ist es ein Satz von Plugins, also Modulen, die in KUKAN eingebaut sind, also das heißt in QGIS eingebaut sind. KUKAN ist also ganz klar auf QGIS basiert, tut's nicht ohne. Aber im dritten ist die Datenstruktur auch so ausgelegt, dass der Ingenieur, der Anwender einen direkten Zugriff hat. Und das ist Bestandteil der Arbeitsweise. Ich habe selber 11 Jahre in einem Ingenieurbüro gearbeitet, bevor ich vor 13 Jahren an die FH Aachen gegangen bin. Und eins der beiden Büros, da sind die Inhaber, also ehemalige Kollegen von mir. Und ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum die dazu gesagt haben, so schnell, weil wir uns eben gut kannten. Und eben speziell diese Arbeitsweise, nicht eine fertig abgeschottete Anwendung mit einem Allround-Funktionssatz zu haben, sondern einige Funktionen, die wirklich sehr praktisch sind und dann aber eben auch die Möglichkeit, frei zuzugreifen, die war sehr wichtig. Interessant ist auch meine Einsicht in der Anfangszeit, als ich das Projekt gestartet habe. Ich habe den Eindruck, dass die Büros aus 2 Gründen mitmachen. Der eine ist eben, dass sie wirklich an dieser Anwendung Interesse haben. Und der andere ist, dass die nebenbei damit auch QGIS lernen. Denn der Drang verschiedener Büros, zu denen ich Kontakt habe, einfach QGIS kennenzulernen, scheint zurzeit sehr groß zu sein. In einigen Büros. Einige Büros haben davon noch kaum was mitbekommen. Ja, wie sieht der typische Workflow aus, wie ich mir den vorgestellt habe? Der sieht so aus, wie gesagt, ich will nochmal betonen, das Projekt KUKAN ist ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Ingenieure, der planenden Ingenieure. Im Rahmen eines Auftrages, eines Projektes, das ein Ingenieurbüro bearbeitet, bekommt man typischerweise Kanaldaten aus dem kommunalen Kanalnetz übergeben. Die Bedürfnisse der Kommune in Bezug auf die Kanaldaten unterscheiden sich ja da ganz erheblich gegenüber denen des Büros. Das Büro bekommt die Daten rein, verarbeitet die, gibt die nach 1-2 Jahren wieder zurück und danach sind die wieder weg. Die Daten müssen also zunächst aufbereitet werden. Dann werden die eigentlichen Berechnungen für Sanierungsplanung, Istzustand und so weiter durchgeführt. Ich habe dieses Feld extra orange gemacht, denn an den Bereich will ich nicht dran mit KUKAN. Die Daten kommen aus dem Projekt KUKAN in die Simulation, hoffentlich dann irgendwann mehr oder weniger auf Knopfdruck. Dann werden die Simulationen durchgeführt. Nach den Berechnungen ist es wichtig für den planenden Ingenieur, möglichst schnell und effizient Ergebnisse zu visualisieren, zeige ich dann nachher auch gleich. Dann kommen irgendwann auch Planungen mit basierend auf diesen Berechnungen. In der Regel finden dann Veränderungen statt, die man nochmal durch Simulationen nachweisen möchte. Insbesondere ist es in der Praxis immer so,
dass wenn die Kanaldaten, ich springe jetzt nochmal zurück an den Anfang, Lieferung der Kanaldaten durch die Kommune, da ist es in der Regel so, dass die Kanaldaten immer irgendwelche kleinen Macken haben, die im Zuge der Simulation dann noch deutlich werden. Das heißt, dieser Zyklus, den ich hier gemacht habe, da diesen schönen Kreis, ne, das ist ein iterativer Prozess, der zunächst erstmal einfach nur Korrektur der Kanaldaten bedeutet, also Stimmigkeit. Dazu ist es auch teilweise notwendig, mal vor Ort wirklich zu gehen, einen Kanaldeckel aufzumachen, da reinzusteigen. Das habe ich also während meiner Projektzeit durchaus häufig gemacht. Ich habe dann immer die Projektgebiete relativ intensiv kennengelernt, alleine aus dem Grunde, um die Kanaldaten plausibel zu machen. Ja, ganz am Schluss, wenn dann alles zur Zufriedenheit auch des Auftraggebers fertig ist, kommen dann so Themen wie Ergebnis zurückgeben, Lageplanerstellung auch zurückgeben der Korrekturen. Interessant ist der Aspekt, dass die Korrekturen, die ein planendes Ingenieurbüro durchführt, normalerweise nicht per klassischer Datenübertragung zurück an den Auftraggeber geht, denn die Korrekturen müssen in der Regel noch intensiv überprüft werden und damit eben auch häufig händisch eingearbeitet werden. Hier mal eine Liste der Punkte, die für den planenden Ingenieur wichtig sind und die ich versuche mit KUKAN oder die wir versuchen mit KUKAN eben aufzugreifen. Das ist effizienter Datenaustausch, verschiedene Austauschformate. Wir müssen auf individuelle Bedürfnisse der verschiedenen Auftraggeber eingehen. Ein Ingenieurbüro hat klassisch verschiedene Auftraggeber und die haben häufig sehr unterschiedliche Wünsche. Große Kommunen haben häufig komplexere Datenbestände, wo noch viele Felder mit dazukommen, die auch teilweise mitverwaltet werden müssen. Kleinere Kommunen haben da in der Regel weniger Ansprüche. KUKAN muss mit verschiedenen Simulationsprogrammen verknüpft werden. Man muss interaktiv die Visualisierung ermöglichen und eben die Lageplanerstellung am Schluss. Das ist auch noch ein wichtiges Thema, das auch in der Diskussion mit den Ingenieurbüros, mit den Auftraggebern also sehr intensiv nachgefragt wurde. Wie geht das, wie verlässlich ist das und so weiter und so weiter. Ja, hier zeige ich mal so ein paar Bilder, ein paar Screenshots aus Anwendungsfällen. Ich würde das jetzt gerne hier auch per Visualisierung zeigen. Das ist aber im Rahmen eines solchen Vortrages nicht so ohne weiteres möglich. Also die Grafik hier, da dieser Längsschnitt, der ist beispielsweise animiert. Und ich glaube, dass wir da uns da eine ganz nette Benutzerführung ausgedacht haben, die sehr leicht nachvollziehbar ist. Die Erzeugung von Längsschnitten ist aus zwei Gründen wichtig. Einmal, um sich Zwischenergebnisse anzuschauen im Rahmen dieses iterativen Zyklus. Und zum Zweiten natürlich auch, um nachher dann weitere Planung zu machen. Das heißt, Übertragung der Längsschnitte nach AutoCAD. Da haben wir ein spezielles Modul vor, das das ermöglicht. Hier mal ein Blick auf eine typische Darstellung im Rahmen von KUKAN. Hier haben wir die Funktionalität der thematischen Karten von QGIS mal etwas kräftiger ausgereizt. Das ist eine Karte, so wie die direkt nach dem Import aus einem Simulationsprogramm entsteht. Besonderes Gimmick hierbei ist die thematische Interpretation der Daten. Also diese Interpretation ist ja in den Daten, so wie sie importiert werden, zunächst nicht drin. Ein Büro hat also ganz besonderen Wert darauf gelegt, dass die Schächte besonders thematisch bewertet werden, weil bestimmte Positionen im Kanalnetz da besonders heikel sind oder eben auf typische Fehler hinweisen. Ich zeige mal gerade drei Punkte davon. Hier, das sind Hochpunkte, Tiefpunkte, Verzweigungen und Einzelschächte. Die werden also durch eine Datenbankanalyse ausgewertet und weisen, wie gesagt, auf Fehler hin. Während zum Beispiel die grün dargestellten Anfangsschächte standardmäßig natürlich im Kanalnetz immer vorhanden sind. Aber wenn beispielsweise ein Endschacht mitten in einem Strang auftritt, dann ist das sofort ein ganz klarer Hinweis, der dem Ingenieur sofort klar macht, Moment, da ist etwas falsch. So, ich habe hier mal aufgeführt, mit welchen Simulationsprogrammen wir es zu tun haben. Jemand, der in der Kanalnetzberechnung tätig ist, kennt die alle mehr oder weniger, zumindest vom Namen. Ich habe zwei ausgegraut, wobei bei mir das Ausgrauen eines Produktes, nämlich des dritten Mike Urban, ein bisschen wehtut, denn ich habe in diesem Programm intensiv gearbeitet, aber das haben wir noch nicht vor als Anbindung. Im Moment ist die Anbindung an Hystem Extran schon teilweise realisiert. Kanal Plus kommt jetzt direkt als nächstes, weil der zweite Auftraggeber das also gewünscht hat. Und ich habe ganz unten noch aufgeführt, den Klassiker aus dieser Welt, nämlich das amerikanische Produkt SWIM, das ja auch frei zugänglich ist und das im Prinzip die Mutter aller dieser Programme darstellt. Ich glaube, Kanal Plus hat da noch ein bisschen einen Sonderweg, weil da der Herr Tandler als Mathematiker, glaube ich, ein paar Sachen eigenständig gemacht hat.
Aber trotzdem ist da also die Verwandtschaft recht groß. Und einige der Softwareanbieter, die ich hier aufgeführt habe, haben tatsächlich auch Anbindung an SWIM da drin. Finde ich also auch ganz interessant. Ja, mal ein bisschen unter die Motorhaube geschaut, woraus besteht das Projekt QCAN? Im Grunde aus den klassischen Werkzeugen, also QGIS natürlich, dann auf Datenbanken, Spatialite oder PostGIS. Ich habe also vor, da einen Schalter einzubauen, denn ein Einzelarbeitsplatz wird möglicherweise lieber auf Spatialite arbeiten. Wenn es um eine zentrale Anwendung mit mehreren Anwendern geht, ist PostGIS da besser. Programmiersprache Python, die Formulare mit Qt natürlich. Ein ganz wichtiger Aspekt ist bei der eigentlichen Programmierung, dass nämlich die ganzen Geofunktionen, die in der Software Einsatz finden, alle die Geofunktion der Datenbank nutzen und nicht etwa die Geofunktion aus QGIS. Das hat den Grund, dass die Funktionen leistungsfähiger und tatsächlich einfacher zu schreiben sind. Und die Leistungsfähigkeit kommt vor allem daher, dass man bei datenbankgestützten Geofunktionen die sehr mächtige Indizierung benutzen kann. Wir kriegen da also in einigen Funktionalitäten, insbesondere Verschneidungsthemen oder so, Leistungsfaktoren raus, alleine durch Aktivieren der Indizierung, die so locker Faktor 100 sind. Ne? Und ob also eine Verschneidung einen ganzen Tag dauert oder nur 5 Minuten, ist dann schon ein ganz, ganz erheblicher Unterschied. Kleiner Blick aufs Datenmodell. Das ist immer ein sehr spannendes Thema für Leute, die also intensiver mit Datenbanken arbeiten. Ich habe mich ganz klar für eine sehr einfache Datenstruktur entschieden, denn die soll für einen Ingenieur, einen normalen Ingenieur zugänglich sein. Und das geht nur, wenn ich ein Datenmodell verwende, das weitestgehend auf die eigentlich für Datenbanken klassischen Techniken der Indizierung, also der Vergabe von Fremdschlüsseln und Primärschlüsseln verzichtet. Fremdschlüssel bzw. Primärschlüssel sind in dieser Datenbank in der Regel die Bezeichnungsfelder, ne? Also Schachtname, Haltungsname und so weiter, Profilbezeichnung, damit die Tabellen direkt zugänglich bleiben. Das ist also ein ganz wichtiger Aspekt. Uns ist aufgefallen, und das ist auch damals schon in meiner Tätigkeit im Ingenieurbüro ganz deutlich geworden, dass wir im Grunde so eine Art Arbeitsstruktur, einen Workflow entwickelt haben im Ingenieurbüro, der so aussieht, dass also 2 Leute ungefähr richtig intensiv mit diesen Werkzeugen arbeiten konnten. Also das heißt auch Datenbankabfragen, auch komplexere haben machen können. Einige Ingenieure, das waren dann auch wieder 2 in dem Fall, konnten die Werkzeuge dann auch einsetzen. Das heißt also auch Abfragen direkt starten. Die haben die dann zwar nicht erstellt, sondern übernommen, aber benutzt. Und dann haben wir noch 2, 3 Leute in dem Projekt gehabt, die dann nochmal eine Komplexitätsebene tiefer, also einfacher gearbeitet haben. Die konnten nur Linien ziehen im GIS und dann drucken. Sonst nichts. Das hat aber hervorragend zusammengepasst und da hat keiner irgendwann mal irgendwelche Tabellendaten kaputt gemacht. Unsere Tabellenstruktur ist damals entstanden und im Grunde ist die jetzt in diesem QCAN-Projekt ein bisschen weiterentwickelt, aber nicht allzu viel eingeflossen. Ja, das habe ich gerade schon erwähnt, die Geofunktionalität von PostGIS und nicht ganz so performant in Spatialite. Aber da war ich also auch positiv beeindruckt, was da inzwischen geht. Also verschachtelte SQL-Abfragen in Spatialite hat also hervorragend funktioniert und ich bin da also kaum an Grenzen gestoßen. Und der Programmcode sieht erheblich einfacher aus. Na, dann habe ich zwar so einen Klotz an SQL-Abfrage da drin, aber das ist genau eine. Ne, und habe nicht jede Menge Unterprogramme, die erstmal die Daten vorverarbeiten müssen. Das war also ganz, ganz deutlich geworden. Ja, das habe ich jetzt gerade schon erwähnt. Was braucht der Planer? Wichtig ist, dass der planende Ingenieur einen Workflow etabliert, der unabhängig von der eingesetzten Software ist. Also ich kenne Kollegen, die wirklich mit 3 verschiedenen Simulationsprogrammen arbeiten müssen. Wir im Büro mussten mit 2 Programmen arbeiten. Und da war es ein erheblicher Vorteil, wenn wir einen Workflow hatten, der einheitlich war und bei dem wir hätten theoretisch sogar relativ spät, also kurz vor der Simulation erst entscheiden müssen, mit welchem Programm wir arbeiten, weil die Datenverarbeitung vorher fast einheitlich lief. Da gibt's nur kleine Unterschiede, bestimmte Indizes, bestimmte Nummerierungen in den Tabellen sind unterschiedlich. Aber tatsächlich kann man theoretisch sehr spät entscheiden, in welche Simulation man geht. In der Praxis läuft das natürlich anders, hat aber den großen Vorteil, dass wir durchaus auch in der Lage waren, Simulationsdaten für ein Simulationsprogramm dann zu konvertieren in die Simulationsdaten eines anderen
Berechnungsprogramms, ohne dass das eigentlich Ziel der Entwicklung war. Aber das ist ein sehr netter, sehr praktischer Nebeneffekt davon gewesen. Ja, noch ein kleiner Blick in die Arbeitsweise der Ingenieure. Klassisch ist es ja so, dass die Ingenieure gerne in der Tabellenansicht arbeiten. Und ich zeige jetzt mal zwei Blicke auf denselben Arbeitsprozess, einmal mit QGIS und einmal mit einer Datenbankabfrage. Also nehmen wir mal an, ich stelle fest, dass in einer Tabelle die Spalte Breite hier dargestellt, ne, nur Nullen enthält, weil beim Import die Stadt halt gesagt hat, wenn da in dem Feld Höhe ein Zahlenwert drin steht und es handelt sich um ein Kreisprofil, dann ist Breite natürlich genau gleich. Ne, aus irgendeinem Grunde gefällt mir das nicht als Ingenieur und ich möchte da diese Spalte eben dann auf den gleichen Zahlenwert setzen. Dann kann ich das machen, indem ich alle Haltungen selektiere mit dem Auswahleditor, bei dem der Eintrag in dem Feld Breite gleich 0 ist, also hier mal dargestellt. Dann nehme ich den Feldrechner und ändere nur für die ausgewählten Felder, ne, da oben angeklickt, nur die ausgewählten Objekte aktualisieren, setze ich dann den Wert aus der Spalte Höhe in die Spalte Breite ein. Das gleiche mit einem SQL-Statement sieht so aus. Das Tolle dabei ist, dass ich mit diesem Werkzeug, also mit dem Datenbankwerkzeug, beliebig komplex arbeiten kann, ohne irgendwas dann anders machen zu müssen, während ich mit diesen Werkzeugen dann teilweise aufgeschmissen bin. Ne? Also wenn da komplexere Analysen oder Verarbeitung von Daten, insbesondere basierend auf Geofunktionen stattfinden, dann wird es schneller, meine ich, aufwendig. Gut, ja, am Schluss möchte ich noch kleine Randbemerkung machen. Wir haben dann eben auch festgestellt, das war schon eine sehr schöne Erfahrung. Ich kannte QGIS zwar schon recht gut, aber habe dann im Rahmen dieses Projektes festgestellt, dass da eben auch ein paar ganz tolle Funktionalitäten sozusagen nebenbei gibt. Zum Beispiel die Erstellung für Formulare. Da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Einmal den Formulareditor, der direkt in QGIS eingebaut ist, der schon sehr leistungsfähig ist. Wir hatten uns entschieden, ich bin noch nicht ganz sicher, ob die Entscheidung dann auch endgültig so bestehen bleibt, wird, für den QT Designer, der ja mit QGIS mitgeliefert wird, entschieden, um dort Formulare zu bauen, die dann zusätzliche Intelligenz haben. Beispielsweise kann ich mit einem Schalter mit zusätzlicher Intelligenz dafür sorgen, dass Felder, die nicht benötigt werden, in dem Formular einfach ausgeblendet werden. Diese Funktionalität ist aus zwei Gründen sehr spannend, sehr interessant. Zum einen kann ich als quasi Anbieter des Produktes QCAN den Auftragnehmern, also den Ingenieurbüros, sagen, hier, wir basteln euch die Formulare und geben die euch fertig mit, sodass also alle Tabellendaten über Formulare editiert werden können. Das ist einfach für einen Ingenieur sehr praktisch. Aber in dem Moment, wo da jemand ist, der ein bisschen beweglicher, ein bisschen flexibler ist in einem Ingenieurbüro, kann der eben dann auch beliebig diese Formulare verändern. Die Formulare geben wir natürlich im Rahmen des Open-Source-Projektes auch mit, sodass dann eben da auch beliebige Anpassungen durch die Ingenieure gemacht werden können. Und mir ist eben, wie gesagt, der Aspekt Workflow im Ingenieurbüro sehr wichtig, denn das steigert tatsächlich erheblich die Leistungsfähigkeit. Ja, damit komme ich jetzt schon fast zum Schluss. Ich habe hier die GitHub-Seite schon mal aufgeschrieben. Im Moment sind die Werkzeuge, die da hochgeladen sind, schon lauffähig, aber noch nicht in dem Stand, den ich jetzt hier zur Basis des Vortrages gemacht habe. Also dieses Ganglinien-Tool ist so noch nicht lauffähig. Wir hadern, das kann ich vielleicht auch mal erzählen. Da suche ich aber auch noch ein bisschen Rat, noch ein bisschen mit ein paar IT-Spielregeln, also das heißt Modulen. Wir haben zum Beispiel das Modul Matplotlib in einer aktuelleren Version verwendet, als das in QGIS mitgeliefert worden ist. Das sind so die kleinen Baustellen, an denen wir im Moment noch arbeiten und weshalb die Codes auf GitHub noch nicht den aktuellen Stand darstellen. Aber das ist dann gleichzeitig auch die Drehscheibe, von der sich die beteiligten Ingenieurbüros dann immer die aktuellen Stände downloaden können. Ja, dann bleibt mir nur noch, mich für Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken und ich stehe gerne für Fragen für Sie zur Verfügung. Ja, vielen Dank. Und jetzt zu den Fragen. Besten Dank für den Vortrag. Ich habe eine Frage. Ich weiß nicht, ob Sie das schon vertieft haben, den Rückfluss der modifizierten Daten in den kommunalen Datenbestand. Sie haben kurz erwähnt, da ist noch Handarbeit, noch
zu tun sowieso? Haben Sie da Teilautomatisierungen im Kopf? Ich hatte das, glaube ich, eben schon, ja, schon kurz angesprochen. Ich habe die Erfahrung gemacht, das ist jetzt wohl, muss ich zugeben, 13 Jahre her, dass ich das Ingenieurbüro verlassen habe, dass das teilautomatisierte Überspielen der Daten so gar nicht so gewünscht war von den Auftraggebern, mit denen ich zu tun hatte. Das waren kleine Kommunen, große Kommunen und Wasserverbände, weil die Daten, die die zurückbekommen, in der Regel intensiv prüfen müssen. Deshalb waren die tatsächlich, selbst wenn es größere Datenmengen war, mit Listen wesentlich mehr zufrieden, als wenn ich dann ein automatisches Zurückspielen gemacht hätte. Das ist also nie gefragt worden. Nee, da haben wir tatsächlich auch nichts vor im Moment. Ne? Also da nur das Rausspielen von Daten, und das können die Ingenieure dann tatsächlich so, indem die halt eine Auswahl machen und die Daten dann rausspielen und dann halt entsprechend aufwerten. Wir haben damals während der Projektbearbeitung dann immer noch eine zusätzliche Spalte eingesetzt, Kommentar, und haben da immer schön reingeschrieben, wo wir Änderungen gemacht haben mit einer entsprechenden Erläuterung. Aber alles textlich und richtig Handarbeit. Ne? Manchmal, Kanalnetzberechnung ist teilweise ja auch immer noch recht Handarbeit. Ne? Ich habe es ja auch gerade gesagt, ne? Wir sind auch richtig in die Kanäle reingestiegen, wenn wir da gesehen haben, dass da irgendeine Unplausibilität war. Ne? Ja? Meine Frage bezieht sich auf die Neuaufnahme bzw. Digitalisierung von Wassernetzen. Wenn da jetzt eine Kommune bisher nur quasi auf Papier gearbeitet hat und möchte das jetzt quasi in QGIS oder abbilden oder so zum ersten Mal halt wirklich anfangen zu digitalisieren, gibt es da auch hier eine Möglichkeit oder ist das da eigentlich dann völlig ungeeignet für sowas? Ich hatte diesen Aspekt nicht mehr so stark im Fokus, weil nach meiner Erfahrung in meinem Umfeld also die Digitalisierung eigentlich zum großen Teil erledigt ist. Aber das ist gerade bei so einem einfachen Konzept relativ leicht nachzubauen. Also ich erinnere mich daran, wenn ich einen Kanal neu verlege, dann setze ich ja erst Schächte und klicke danach dann mit dem Haltungstool dann auf die Schächte, die miteinander verbunden werden, und bekomme dann gleich die entsprechenden Eingabemasken. Da wäre, glaube ich, eine relativ geringe Programmierung nötig. Wir haben es nicht drin. Aber über die Möglichkeit, eben Module zu ergänzen, glaube ich, oder würde ich es für sehr sinnvoll halten, das dann einfach zu ergänzen. Ich glaube, die Kosten für so ein Plugin zusätzlich, die würde ich als sehr gering bezeichnen, und ich würde einer Kommune empfehlen, das tatsächlich als eine Entwicklungsdienstleistung rauszugeben, die, glaube ich, kostenmäßig erheblich unter dem liegt, was an Aufwand ansonsten da ansteht. Ja, also ich habe den Gedanken auch gehabt, wie macht man das? Wie gesagt, wir haben es einfach nicht umgesetzt bisher, ne? Aber gerade dadurch, dass eben die Haltungen und Schächte als Fremdschlüssel sowieso die Bezeichnungen der Objekte haben, wäre das sogar sehr einfach. Ne? Genau, und Fangfunktionen in QGIS sind sowieso drin. Ne? Das ist also im Grunde, das ist das Schöne eigentlich an dieser Konstellation, dass man eben sehr, sehr viele Werkzeuge einfach in QGIS schon fertig vorfindet. Ne? So. Ich hätte noch eine Frage zum Datenmodell. Sie haben gesagt, Sie sind weg vom Komplexen hin zu einfach und flexibel. Wie ist es da? Setzen Sie da JSON ein oder Arrays? Oder wie reagieren da die Kunden, wenn jetzt auf einmal, keine Ahnung, irgendwelche Spalten fehlen oder Daten? Da muss man sich ja was überlegen, wie man die Komplexität dann wegkriegt. Ich habe die Frage, glaube ich, noch nicht ganz gelegt. Ich versuche mal so ein bisschen schon mal zu antworten. Also wenn man Spalten hinzufügt, dann muss man immer in die Datenbank, ins Datenbankwerkzeug reingehen und kann dann eben einfach durch den entsprechenden Befehl, also Update Table und dann Insert oder sowas, dann die Spalten dazufügen. Ne, die Frage war eher, wenn Sie jetzt diese Komplexität rausnehmen, müssen Sie ja irgendwelche Datentypen haben, wo dann trotzdem noch irgendwie diese Fremdbeziehungen vielleicht drin sind. Also so JSONs vielleicht oder Array-Datentypen. So, was haben Sie also ich arbeite ausschließlich basierend auf der Datenbanktechnologie. Deshalb habe ich mit diesem Thema JSON, also ich meine, ich kenne die Formate ja und benutze die zum Speichern von Optionen, aber im Zusammenhang mit der Bearbeitung der Daten in der Datenbank habe ich damit überhaupt nichts zu tun. Ne? Okay. Also ausschließlich richtig klassische SQL-Befehle, ne? Update und Select und so weiter. Und das heißt im Grunde, das ist auch ganz interessant, also als mir das mal klar geworden ist, ist mir das auch dann deutlicher geworden. Im Grunde arbeitet man, wenn man direkt auf der Datenbank arbeitet, sozusagen unter dem Radar von QGIS drunter weg.
Ne, weil man also die Bearbeitung teilweise direkt auf die Datenbank schickt, ne, und das sind eben ausschließlich SQL-Befehle. Ne, die Geo-Objekte, die sind ja sowieso in der Datenbank drin, werden dann automatisch in QGIS angezeigt. Das heißt, ich arbeite sozusagen unter dem Radar von QGIS, verändere die Daten, die werden natürlich dann in QGIS, sobald ich die Karte ein bisschen verschiebe, zack, sofort auch aktualisiert. Ne, aber die, ich habe eben ausschließlich mit den klassischen Tabellendaten zu tun. Einigermaßen deutlich geworden, sonst können wir uns ja nochmal gerne darüber unterhalten.